Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, wir haben die 6, 7 Fahrzeuge auf den Linien. Also hier fährt gerade Zug Nummer 6 zum ersten Mal auf seinem eigenen Gleis. Fahrzeug 7, ja, kommt ja eigentlich schon über den eigenen Weg. Ne, fährt schon wieder weg. Dann dürfte der auch sogar schon einmal gefahren sein. Okay, der hat es auch wirklich sehr, sehr kurz. Ja, die Waren könnten ab jetzt produziert werden. Dauert natürlich alles ein wenig, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Transportlängen haben. Trotz selber Kapazitäten, da werden wir noch sehr, sehr viel feinjustieren müssen. Aber wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir, ja, das auch abnehmen, was wir produzieren. Denn da ist bis jetzt unser einziger Anlieferungspunkt, den wir haben, Matu. Und da würde ich gerne einmal kontrollieren oder überprüfen, wie wir denn ja so in der Stadt aufgestellt sind. Wir haben hier ganz viele Baumaterialien. Hier brauchen wir, glaube ich, vielleicht nochmal ein, zwei Fahrzeuge mehr. Ist die Frage, lieferst du? Nee. Nee, du lieferst hier nicht die Gebäude an, die alle Waren haben wollen. Das wird dann wirklich, ja, ein kurzer Weg für die neue Strecke dann. Da reicht locker ein Fahrzeug. Alleine, wenn wir uns angucken, hier wollen wir die Waren anliefern und abholen. Ja, hier hinten. Das ist so gefühlt ein Drittel Kartendiagonale. Vielleicht auch die Hälfte. Also ist schon nicht wenig Strecke. Ich hätte es einfach gesagt. Hier haben wir eine Kreuzung. Das fährt einfach hier rein. Wendet hier, lädt hier ab und fährt wieder zurück. Ganz simpel gelöst an der Ecke. Und jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir aufgestellt sind mit den Baumaterialien 1 bis 3. Mal gucken. Wir haben Baumaterialien eigentlich da, wo wir... Moment, ich habe Matu versorgt. Du bist doch gar nicht mehr in Verwendung, oder? Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Kein Fahrzeug. Kann ich dich doch wegmachen. Das irritiert mich doch jetzt, glaube ich, nur. Würde ich fast mal behaupten. Weil da habe ich jetzt gerade gesehen, wir haben eine Linie mit Matu-Versorgung. Allerdings versorgen wir ja gar nichts mehr. Und du könntest ja dann eigentlich auch dem Erdboden gleich gemacht werden. Was ist denn hier mit Matu-Transfer? Ah, da fahren sogar noch einige Busse. Ach, das ist die Linie hier rüber. Gut. Die macht ordentlich Minus. Da ist vielleicht auch die Frage, ob das so optimal ist. Okay, jeder Bus hat Fahrgäste. 19, 27. Ob wir so ein Minus bräuchten? Denn... gerade überlegen. Wir wollen ja die Leute auf den Zug bekommen. Das heißt, da wir brauchen eine Linie. Ich spiele gerade noch mit zwei Ideen. Zum einen, ob wir die Fahrzeuge von der Kapazität ja etwas wieder reduzieren. Was allerdings, finde ich, nicht so viel Sinn macht, weil wir hier echt noch klein gestartet sind. Hier soll eigentlich ja noch mehr passieren. Aber da fehlte mir wirklich bis jetzt die Zeit noch für. Das heißt, wir haben einmal die Geschichte dann. Oder wir machen aus dem Transfer, weil wir ja schon hier sind, du kommst weg, hier nochmal eine Brücke und schließen uns hier nochmal an und machen aus der einen Transferlinie zwei Ringlinien. Das ist so gerade die Tendenz, wo ich gerade hin tendiere. Das heißt, du kommst so oder so weg. Den Rest würde ich sagen, überlegen wir uns noch. Denn die Waren, ja, ist für mich gerade doch wichtiger, die hier hinkommen sollen, da wir ja schon produzieren. So, Baumaterialien 1 ist komisch, dass ich das da platziert habe, denn wir sind eigentlich mitten bei den Waren drin. Und wir decken auch echt viel damit ab. Das heißt, ich glaube, ich werde die alle irgendwie doch eh umbenennen müssen in Versorgung. Auch hier decken wir bis oben in alles ab. Das Einzige, was mir gerade aufgefallen sind, hier sind so zwei, drei Gebäude, die
nicht abgedeckt sind. Ja, nee, ja, könnten ein paar. Ja, doch vielleicht drei. Dann wirst du Bomber 2 sein. Yep. Und wie sieht das hier in dem Part aus? In dem Bereich. Ja gut, da fehlt ein kleines bisschen Abdeckung. Ja, drei Gebäude oder so. Die beiden und das eine, was hier... Ne, das ist sogar drin. Also zwei Gebäude fehlen hier abgedeckt. Ansonsten sieht das eigentlich sehr gut aus. Hier vorne sind ein paar. Jetzt gucke ich mal, ob wir es vielleicht sogar schaffen könnten, hier eine Straße drunter herzubauen. Die Fläche vielleicht auch noch. Da können wir ruhig 30 fahren. Da vielleicht auch noch ein bisschen besiedelt bekommen. Bis ich einfach mal geradeaus durchziehe. Passt perfekt hier dran vorbei. Ist eine verkehrsberuhigte Straße durch die 30 km/h. Da wird die Stadt auch mal nicht meckern, glaube ich. Dann ist das eine Geschäftsgebäude... Oh, sind die beiden jetzt schon weg? Sind sogar beide Geschäftsgebäude weg. Ah ne, hier waren zwei. Komm, mach da Wohnhäuser raus, dann muss ich da nicht extra noch eine Station für bauen. Ja, hier werde ich, denke ich mal, nochmal eine Versorgung 5 machen, weil sich das hier vielleicht auch nochmal jetzt ausweiten wird. Und hier ist dann auch noch eine Linie. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal von hier nach hier eine Linie. Na gut, die können wir leider auch nicht viel anders führen, außer mitten durch das Wohngebiet. Oder können wir da vielleicht... Eigentlich müssen wir da nicht hinfahren. Ist mitten im Wohngebiet drin. Du deckst hier ab, du deckst hier ab. Vielleicht hier die Straße rein. Ja, oder hier die Seitenstraße zu der Hauptverkehrsachse. Aber hier fährt gerade keiner lang. Also eigentlich könnten wir auch hier an dem Geschäftsgebäude parken. Achso, nee, wenn wir die Ringlinie machen, dann fährt da doch einer hin. Eigentlich brauchen wir dich da nicht. Hier ist natürlich blöd, dass wir da dann so eine Stelle haben. Ich mach das anders. Wir nehmen einfach die Straße hier. Die ist mehr hier unten. Haben wir gar nicht so weit hoch. Machen wir das, ja doch. Ne, Gebäude. Etwas simpler. Komm, fahr du so rum, dann kannst du vielleicht direkt um die Kreuzung rum. Da habe ich natürlich jetzt schon die Linie gemacht. Linie verwalten. Müssen wir gleich einmal gucken, wie wir das alles umbenennen. Du fährst jetzt nur noch dahin. Das kommt komplett weg. Dann würde ich vielleicht gucken, dass wir doch da, bevor die jetzt da bauen, nochmal die Möglichkeit haben, ein paar mehr Wohngebäude anzusiedeln. Grün wird es hier noch bleiben in dem Viertel, aber vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was hin. So, die Linie fehlt, glaube ich, dann auch noch hier rüber. Yep. Neue Linie von hier nach hier. Und eine dritte kommt dann gleich nach hier außen noch. Da würde ich auch sagen, machen wir ja dann gleich zwei Ringlinien einfach als Transfer. Und gucken mal, wie das Ganze angenommen wird. Ich denke mal, dich kann ich nicht mehr ausbauen, oder? Nee. Ja, anscheinend geht dann so nicht wirklich eine Umgehungsstraße. Dann, aber wir wollen ja eh hier durchfahren, dann können wir ja auch ruhig hier erst breiter werden, oder? Ja, es geht nicht. Weil wir hier an das Gebäude kollidieren. Ja gut, dann ist da nochmal etwas langsamer. Ja, dann um die Kurve rum, Höhe gewinnen und ab auf die andere Seite, würde ich sagen. Ah, nur nicht so. Nee, nicht runter. Wir wollen hoch, denn wir wollen unsere Schiffe nicht stören. Muss ich schon so hoch an der Stelle? Ja, wäre, glaube ich, hilfreich. Oder eine Stelle, einmal niedriger. Ah, könnte eng werden. So, ich möchte hier nicht die normalen Brückenpfeiler, weil das könnte dann doch den Schiffsverkehr stören. Ja. Dann machen wir einfach gerade einmal rüber.
natürlich nicht mehr höher, sondern so reicht schon fast. Dann haben wir das hier und hier. Das sollte ja funktionieren. Hier würde ich jetzt einfach mal anschließen und gucken, was passiert. Ja. Bin ich... Kann ich mitleben. Sieht etwas komisch aus mit den beiden Brücken. Boah, das könnte, wenn die hier auf der anderen Seite noch schön voll wäre, dann erinnert das so ein bisschen so an London oder so mit den Brücken, die dann über die andere Seite oder die beiden Seiten miteinander verbinden, haben wir jetzt hier leider nicht. Bin mal gespannt, was die Linie denn so macht. Okay, die fährt. Okay. Wenn ich die 3 rausnehme und die 7, könnte man das, glaube ich, hinbekommen. Linie verwalten. Achso, wir haben noch gar nicht das zu Ende gedacht hier. Muss ja noch. Moment. Jetzt habe ich doch noch ein, zwei Sachen vergessen, die ich machen wollte. Wir gehen hier auch nochmal weiter rein. Und ich mache... Ja, machen wir ruhig das mit der Stadt. Achso, die kann ich auch hier dran platzieren. Ja, eigentlich würde mir das ja schon reichen, wenn du hier in der Ecke bist. Und ich sehe auch, hier ist Verkehr. Also denen fehlen wohl doch noch die... Oder den, da fehlt noch die ein oder andere... die ein oder andere Verbindung im Nahverkehr. Dann wollen wir noch von hier nach hier und dann habe ich zumindest die Linien. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ganz kurz gucken. Das ist dann, ich nenne das jetzt einfach der Reihe nach um. Matu-Versorgung, Versorgung 1. Zack, kopieren, Dankeschön. 2. Drei. Hier und natürlich das auch noch so weiter. Und dann will ich halt schnell die Fahrzeuge auf der Linie haben. Zumindest erstmal ein Fahrzeug, dass wir halt mehr Waren produzieren. Nehmen wir 3 Stück. Zack. Du gehst auf 4. Du gehst auf 5. Und du gehst auf 6. Dann haben wir das. So, jetzt würde ich sagen, machen wir das noch mit den... mit dem Transfer, beziehungsweise eher mit der Ringlinie. Linie verwalten. So, wie rum fahren wir denn jetzt? Dann würde ich sagen... Hier könnte man eigentlich auch nochmal einen Haltepunkt machen. Beiden Seiten. Könnte ja nicht stören. Klar, die könnten hier auch laufen. Ja gut, dann würde ich es mal vielleicht hier platzieren. Ich glaube, der Rest ist alles. Ja, eigentlich alles. Eine Möglichkeit zum Laufen. Okay, also 1, 2. Ah ne, wir müssen gucken. Ich muss, wir fahren jetzt hier raus. Dann würde ich sagen 1, 2. Jetzt Parkstraße eigentlich 3, 4, 5. Ne, wir fahren von Matu hier rüber. Fahren dann zum Hafen. Ich hoffe, auf der falschen Seite platziert. Gucken wir gleich nochmal. Fahren zum Hafen, fahren zu 4, fahren zu 5, fahren zu 6 und kommen wir da hier an. Das funktioniert. Warum musst du wenden? Okay, jetzt musst du nicht mehr wenden. Das ist besser. Und dann neue Linie. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Das sieht so aus, wie ich mir es eigentlich gedacht habe. Damit ich irgendwann nicht durcheinander komme, wie ich das
benannt habe, nenne ich jetzt beides einfach mal Ringlinie. Natürlich die Frage, brauchen wir weiterhin 5 Fahrzeuge auf der Linie? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, wir werden vielleicht mit 4 Fahrzeugen auskommen. Ich werde jetzt einfach nur klonen. Ich weiß, das eine Fahrzeug ist alt. Ich werde aber auch bei 4 Fahrzeugen bleiben. Vielleicht tun es auch 3. Vielleicht auch noch weniger. Denn, ja, wenn wir hier mehr Nahverkehr hinbekommen, dann wird sich das auch wieder ändern. Und dadurch, wenn wir hier nochmal Waren haben, dann könnte die Bevölkerung auch nochmal um mindestens 117 Einwohner wachsen. Da ist noch doch eine deutliche Differenz. Hier könnte man eigentlich nochmal viel, viel mehr... Innenifan-Anbaumaterialien. Aber ich glaube, das wird dann eher ein Update, wenn wir bei den Städten sind. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Kommentare von Markus ein. Wir haben jetzt noch Zeit. Also, das habe ich am Dienstag nicht so ganz geschafft. Wir haben uns das mit den Driesweiler angeguckt, ob da eine Tram oder ein Zug eine Option gewesen wäre. Wäre es auf jeden Fall. Da kommen die ersten Waren, das sieht gut aus. So, S-Bahn für Chemnitz. Die hat möglicherweise etwas wenig Leistung. Will ich nicht bejahen, will ich nicht verneinen. Hat die wenig Leistung? Oh, ja, hat sie wirklich. Kommt auch nicht aus dem Quark, wenn ich das gerade richtig sehe. 100 km Höchstgeschwindigkeit. 60 Kapazität. Die hat echt wenig Leistung. Die Richtung, und das bist du sogar in die Richtung fahren, 28, in die andere Richtung 13. Der Bahnhof ist mittlerweile leer. Da standen ja auch mal ein paar mehr Leute. Das heißt, hier bräuchten wir gar nicht die Züge, die wir gerade haben. Da könnten wir natürlich auch überlegen, ob wir das nicht reduzieren. 160. Das ist auch nicht sehr viel weniger Zugkraft. Dann ordnen wir erstmal bitte nach Kapazität. Ihr habt 0, oder? Deswegen steht ihr oben. Oder habt ihr viel? Achso, da kann ich mir... Ich will mir keinen eigenen zusammenstellen. Ich will eigentlich einen Triebwagen haben. Ja, 31 Kapazität, 120 km/h, würde schon reichen. Auf der Strecke. 100, er wird auch weniger Tonnen haben. Bei 131 ist schon nicht wenig. 100 km/h ist natürlich jetzt, der könnte schneller fahren. Den hatten wir auch schon häufig. Ja, du bist ein Bus. Du hast 42 Kapazität. Oh, du hast aber richtig Leistung. Kostet 2 Millionen im Jahr. Ah, wäre schon ein Unterschied. Wir machen genug Gewinn. Man könnte auch einfach mal so einen machen. Der wäre auf jeden Fall... Ja, du hast 14 Kapazität. Ich gehe hier mit. Kriegen wir sogar Geld? Ah ne, wir zahlen Geld. Bisschen Geld zahlen war wenigstens. Ich dachte mir schon, wir kriegen jetzt sogar noch Geld wieder. Ja, aber es müsste jetzt in beide Richtungen, ja, ausreichen. Und deutlich geringer vom Gewicht. Ja, mal gucken, vielleicht langt das ja schon in Chemnitz. Ja, auch hier ja, ein bisschen mehr Nahverkehr wäre halt auch hier nicht schlecht. So, und der letzte Punkt. Die S-Bahn zwischen Mathe und Berlin ist möglicherweise vom Geld her zu teuer. Also, dass sich das nicht rentiert. Und da hat er recht. Da hat er recht. Auch hier würde einfach der Zug von gerade reichen. Ist die Mirage 2,2 Millionen? Er hätte fast auch mit dem mit 40 Kapazität nehmen können. Der andere, der uns gerade vorgeschlagen worden ist. Ja, wir machen zwar das Geld, aber ich hätte ja trotzdem, dass das irgendwie alles ein bisschen passt. Also, wir sind schon wieder schnell im Bereich von 2 Millionen. Den haben wir ja gerade gehabt bei Chemnitz. Dann wird er sich hierfür aber auch nicht lohnen. Ja, und ab danach steigen die Betriebskosten doch sehr, sehr stark. Ja, ja, beim T, hier brauchen wir gar nicht gucken. Ich würde sagen, wir lassen nochmal, wir tauschen nochmal gegen den. Da kriegen wir aber Geld zurück. Und im Zweifel machen wir noch einen weiteren Zug auf die Linie. Einer kostet im Jahr so viel, nee, drei von denen kosten im Jahr so viel wie einer von den Mirage. Ich würde sagen, das machen wir so. Zack. Und dann duplizieren wir das, bis der Zug hier ist. Ja, dann haben die irgendeinen Takt.
ist, glaube ich, so dann doch die schönere Lösung. Also danke für die Kommentare. Dann haben wir das hier nochmal ein bisschen optimiert. Auch solche kleinen Sachen müssen auch mal sein. So, 10 Minuten. Reicht das, um noch Waren nach Frankfurt zu liefern? Und wenn ja, wie? Wir haben 300 Waren, die wir in Frankfurt gerne haben wollen würden. Frage ist jetzt, wie machen wir das in Frankfurt am geschicktesten? Hier haben wir noch Gleise frei. Jetzt die Frage, ist noch ein Gleis davon ein Terminal? Leider nein. Hier war es doch gerade. Das heißt, das Gleis hier ist nur ein Durchgangsgleis. Hallo? Er hat mir gerade angezeigt, wo die sind. Ah, da. Also wir belegen 2, 3 ist frei. Das wäre dann das hier. Ist die Frage, was machen wir mit dem Gleis? Gehen wir auf der Brücke runter und fahren hier rüber. Das ist allerdings eine ziemlich lange Brücke. Nehmen wir den Wechsel auf die andere Seite schon mit und fahren vielleicht hier hin. Oder machen wir hier noch eine Abzweigung hoch. Denn egal, na, obwohl, wir wollen ja nach Aach, wir wollen nach Hannover und nach Putbus. Putbus liefern wir hierhin an. Da würde ich sagen, fahren wir hierhin mit. Na gut, Aach haben wir auch schon ein bestehendes Gleis. Das heißt, wir haben die Strecke auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir es schaffen könnten, könnten wir hier drauf gehen. Weil so befahren sieht es gerade nicht mehr hier aus. Das war, glaube ich, mal deutlich schlimmer. Wir können ja mal checken, wie viele Linien wir haben. Nur noch eine. Ja gut, da können wir ruhig nochmal Linien draufpacken auf die Bahn hier. Das ist natürlich trotzdem die Frage, schaffen wir es von hier darüber? Und wir müssen dann natürlich noch eine weitere Abzweigung machen von hier oben in den Bahnhof rein. Ich würde jetzt einfach mal die Möglichkeit hier nehmen. 160 km/h. So, da ist Signal Nummer 1. Das hier wird Signal Nummer 2. So. Da haben wir auch noch genug Platz hier zum Wasser. Das war mir jetzt wichtig. 160 wollte ich mal ausprobieren. Was hinbekommen, jetzt gehen wir hier nicht ganz nah ran, denn die Kurve hier wird noch eng genug. Das wird jetzt Putbus und Dortmund. So, hatten wir nicht noch irgendwas hier im Westen? Ja, dann würde ich nämlich jetzt gucken. Putbus, Dortmund, Frankfurt und dann hätten wir den einen noch nach Hannover, weil der muss ja nicht mehr hier drüber, der könnte ja hier in die andere Richtung raus. Hier noch so ein kleines Vorfeld bräuchten. Da müssen wir mal gucken, wie weit die Kurve da wird. So, das sieht erstmal gut aus von der Brücke her. Wir brauchen es allerdings so, da hier ja noch Schiffe fahren. Ich mache das mal lieber einmal höher, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Haben wir das auch schon einmal mit, das Gleis, dann haben wir es auch schon hier drüben. So, will ich aber einmal gucken. So, ach, ja, habe ich genannt. Frankfurt habe ich genannt. Martuf, okay, dann haben wir wirklich die Gleise noch. Das heißt, hier fahren dann... Ja, du fährst einmal hier rein. Ja gut, hier wird es halt dann deutlich langsamer. Willst auch noch, ja, eigentlich willst du auch noch hier rein. So nämlich. Hier können wir eine Doppelkreuzweiche rausmachen. Hier das Signal. Und du willst noch hier rüber. Und du willst noch hier. Nein, das könnte jetzt zu eng sein. Weil hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Gleiswechsel. Schade. Hätte so einfach sein können, wenn wir hin und Gleis hätten ziehen können. Ich weiß, wir sind dann deutlich oder wir sind sehr niedrig von den km/h.
Wir können ja auch einfach so machen. Müsste doch auch funktionieren. Wenn der von hier kommt, fährt er da rein und fährt hier rum wieder raus. Das haben wir ja hier eingeschaltet. Oder hätten wir gar nicht einschalten müssen. Das hier brauchen wir. So, wenn er von hier kommt, fährt er geradeaus hier rein und fährt über die und die bräuchte er nicht raus. So, wenn er von hier kommt, fährt er genau geradeaus. Ja, müsste eigentlich so passen. Das wäre dann also jetzt Frankfurt, Putbus, ach, Hannover fehlt dann noch. Achso, in Frankfurt fehlt natürlich auch noch die Verteilung. Das ist natürlich noch eine andere Baustelle. Die Frage, wie kriegen wir das denn hier am geschicktesten hin? Wenn überhaupt. Weil sonst müssen wir gucken, wie wir es nutzen. Frage ist ja auch, können wir das nicht sogar hier... Aber noch ein ganz altes Gleis. Können wir das nicht hier sogar anders nutzen? Dass wir einmal die Terminals drehen. Dass wir den Treibstoff verschieben. Und dann gar nicht sagen, dass der Zug damit hochfährt. Sondern, dass wir hier unten bleiben. Mit dem... Zug, der dann die Waren bringt. Dass der ja vielleicht so angebunden wird. Ans Schienennetz. Komm, machen wir ruhig die km/h, dann fährt er ziemlich schnell. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Okay, da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Kann ja bestimmt mit N und M noch ein bisschen was verschönern. Jetzt habe ich da natürlich immer noch die Senke drin. Jetzt sieht es aber geradeaus. Passt auch ganz gut. Hier müssten wir das einmal verändern dann. Weil das geht ja nicht wegen der Steigung. Hier würde ich einmal kurz gucken, wie schnell wir hier fahren. Geschwindigkeit 66. Gut, das müssen wir doch ein bisschen langsam, wenn er gerade anfängt zu beschleunigen. Oder anfangen soll zu beschleunigen. Das kriegen wir bestimmt auch etwas schneller hin. Wie zum Beispiel über dieses Gleis mit 163. Okay, dann ist das der Zug, der dann... Du kannst eigentlich dann weg. Denn du musst dann hier vorne hin. Ja gut, dann wären wir so in Frankfurt drin. Das heißt, wir ändern jetzt noch das mit dem Treibstoff um. Und dann haben wir das sogar soweit... Erstmal, da kümmern wir uns um die Verteilung und um, ja, vielleicht, ja, also die Verteilung von Frankfurt und die Anlieferung nach Frankfurt überhaupt erstmal kümmern. So, du wirst jetzt einmal meckern, weil du wirst jetzt sagen, du hast, Moment, oder reicht da sogar, haben wir einen Zug? Achso, jetzt bist du natürlich auf der Seite. Dann müssen wir dich eh... einmal verschieben. Die Frage ist, ob du nur alleine fährst, ob dir das nicht sogar so reichen würde. Geh du mal, jetzt muss ich mal gucken, ob das 3 oder 1 ist. Moment, auf Terminal 3. Achso, 1 haben wir gar nicht angeschlossen. Okay, ja, dann ist das 3. Das heißt, du fährst dann... Eigentlich könntest du auch hier schon rüber. Aber du bist ja alleine. Eigentlich könntest du ja... Bräuchten wir es ja gar nicht so, wie du gerade fährst. Du könntest ja eigentlich hin und zurück die ganze Zeit auf einer Spur machen. Ich lasse die Gleiswechsel trotzdem mal drin. Ich weiß nicht, wie ich das gerade anders hinbekomme, als wenn ich mir einfach hier ein... Wegpunkt für den Rückweg setze, der dann darüber fährt, weil sonst stehen die sich ja vielleicht hier im Weg und das muss ja dann jetzt doch nicht so zwingend sein. Das heißt, wenn du von Blankenfelde kommst, fahr doch bitte einfach hier wieder zurück. Ja, einfach, simpel, funktioniert. Könnt ihr Play drücken. Gut, dann haben wir das auch schon mal verändert, sodass das funktionieren sollte. Ja, dann würde ich sagen, springen wir
einmal nochmal hier zu den Fabriken und gucken uns einfach mal an, was, wo, wie viel liegt. So als Abschluss dieser Woche. 1400 Kohle. 1000. Ich habe es jetzt genau falsch herum umbenannt. Kohle. Nein. Okay, das war. Kann ich das? Das war so jetzt nicht geplant, dass ich das genau vertausche. Kohle. Anlieferung. Eisenerzanlieferung. So, das haben wir. Beide Linien machen Gewinn. Also, na, die wird auch Gewinn machen, ja. Da war ich gerade bei 2 Millionen. So, Warenfertige liegen ja auch schon welche. Der hat natürlich einen endlos langen Weg. Deswegen, da wird sich's auch stauen. Der kriegt alles abgefahren. Es scheitert am Eisenerz. Ne, an der Kohle. Ja, vielleicht habe ich mich doch vertan, wenn ich mich jetzt auch gerade vertue. So, Plastik haben wir auch. Wo scheitert es denn hier dran? Am Plastik, okay. Ach, Plastik liegt hier, das könnte er abholen. Da kommt auch schon wieder Öl an die Front. Hast du kein Öl gerade? Ah, wurde jetzt gerade angeliefert, okay. Und hier haben wir auch mehrere tausend. 1,4. Gut, das heißt, da ein bisschen die Produktion oder die Fahrzeuge dann anpassen, wenn wir die anderen Städte angeschlossen haben. Beziehungsweise wir würden ja erstmal mit Frankfurt anfangen. Deswegen hätte ich gesagt, ja, gehen wir das nächste Woche an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Dienstag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.